Lassen Sie Ihrer Fantasie Flügel wachsen und folgen Sie mir an einen Ort der Ruhe und des Friedens. Sie befinden sich nun an dem Strand von Sylt, betrachten das azurblaue Meer und genießen ein herrliches Eis. Sie fühlen Freude, Sie fühlen das Paradies. Plötzlich jedoch breitet sich eine dunkle Präsenz aus und stiehlt den Sonnenschein. Eine riesige Welle nähert sich ihm. Das Biest möchte ihr Paradies rauben, es vernichten und fort mit ihr, oh grausame Gestalt. Rache des Poseidon. Ihre Ferien beendet. Ihr Frieden im Eimer. Ihr Eis futsch. Ein Einfallspinsel beschränkter Intelligenz würde sagen, evakuieren. Aber dies funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Meine Aufgabe, zu der ich meine Herzensgüte verpflichtet bin, ist es, Ihnen klarzumachen, weshalb eine Evakuierung nicht möglich ist. Und man gezwungen wird, diese Naturgewalt mittels Sprengkörper zu bezwingen. Durch Carbon Capture and Storage soll zukünftig in der Nordsee vermehrt CO2 in den Boden gepresst werden, wodurch zu spontanen Erdsenkungen und somit Tsunamis kommen kann. Zunächst ist es nötig zu bestimmen, wie viel Zeit bleibt, bis der Tsunami eintritt. Der Tsunami entsteht an der CCS-Station 300 Kilometer entfernt von Sylt. Mit einer Entstehungszeit von 2 Stunden und einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 110 Kilometer die Stunde sollte der Tsunami ca. 4 Stunden benötigen, um Sylt zu erreichen. In der Hochsaison befinden sich rund 37.000 Menschen auf Sylt, zusätzlich dazu noch mehrere hundert Schafe und Rinder, sowie unzählige geliebte Haustiere, die natürlich nicht zurückgelassen werden dürfen. Neben der Frage, wie diese Menschen und Tiere in Sicherheit gebracht werden können, stehen wir zunächst vor dem Problem, dass alle von der Situation informiert werden müssen und sie am Sammelpunkt zur sicheren Evakuierung zusammenzubringen. Die Bürger können über Fernsehen und Radio, aber auch über Warn-Apps und Lautsprecher auf der Insel über den Tsunami und die entsprechenden Sammelpunkte informiert werden. Von dort aus können die Menschen dann mit privaten PKWs oder den 30 Omnibussen, die auf der Insel vorhanden sind, geordnet zum Hafen oder Flugplatz transportiert werden. Dort angekommen beginnt die eigentliche Evakuierung von Menschen und Tieren, wobei die Haupttransportmittel der Autozüge und der LEC Deutschland sind. Die Fahrzeuge über den Hindenburgdamm von Niebel nach Westerland transportieren und auf deren eingleisiger Strecke 4 Züge mit jeweils 550 Personen pro Stunde fahren können. Sylt hat 2 Fähren, die mit 600 Menschen und 80 PKWs pro Fahrt in den verfügbaren 4 Stunden etwa 8.400 Menschen aus den Gefahrenzonen bringen können, sowie die Flugzeuge, die mit einer Kapazität von 95 Passagieren und 20 Flügen pro Stunde in Notsituationen insgesamt 1.900 Menschen retten können. Insgesamt können somit 12.479 Personen in 4 Stunden evakuiert werden, was nicht ausreicht, um alle 36.914 Menschen auf der Insel in Sicherheit zu bringen. Und hier kommen wir ins Spiel, verehrte Zuhörer. Jahrtausende lang waren wir Homo sapiens der grausamen Wirkung der Natur ausgeliefert, aber dies hat nun ein Ende. Ich präsentiere Ihnen unterwürfig unsere Lösung für die Problematik. Steigen Sie auf in neue Höhen der Evolution und greifen Sie zu unseren Produkten. Dynamit, Atombomben, Motoren zur Erzeugung destruktiver Interferenz zur Auslöschung der Welle. Ein Motor zur Erzeugung von Wellen, der durch Interferenz den Tsunami auslöschen würde, funktioniert folgendermaßen. Eine Welle gleicht, wenn sie stark idealisiert betrachtet wird, einer Sinusfunktion, die sich mit bestimmter Frequenz, Amplitude und Wellenlänge ausbreitet. Wenn Wellen aufeinandertreffen, kann es durch ihre Überlagerung zu 2 unterschiedlichen Arten der Interferenz kommen. Bei konstruktiver Interferenz überlagern sich entweder 2 Wellentäler oder 2 Wellenberge. Somit wird durch die Überlagerung die Amplitude verstärkt. Bei destruktiver Interferenz überlagern sich Wellenberg und Wellental und löschen sich aus. Von dieser Welleneigenschaft wollen wir Gebrauch machen. Unser Motor würde, nachdem vorher die Daten des Tsunamis erfasst wurden, eine gegenläufige Welle aussenden, die mit dem Tsunami interferiert. Denn vergessen wir doch nicht unsere besten Produkte. TNT! Atombomben! Es besteht nämlich noch die Möglichkeit, die Welle mit kleineren Sprengkörpern gleicherer Gesamtenergie zu sprengen wie die Welle. Die Energie der Welle lässt sich aus seiner Masse und Geschwindigkeit berechnen. Ein Kubikmeter Wasser wiegt hierbei ca. 1 Tonne und da Tsunamis 100 Kilometer breit werden können, 4 Meter hoch und 5 Meter lang, beträgt die Masse 2 Millionen Kilogramm. Die Geschwindigkeit des Tsunamis erreicht sich hierbei aus dieser Formel, V gleich die Wurzel aus G mal H, wobei G hierbei die Erdbeschleunigung ist und H die durchschnittliche Wassertiefe in der Nordseeregion. Daraus errechnet sich für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Tsunamis 109,32 Kilometer die Stunde. Aus der Formel für die kinetische Energie ergibt sich dann eine ungefähre Energie von 121 Terajoule. Ein Kilogramm TNT hat nur 4,6 Megajoule thermochemische Energie, weshalb man theoretisch insgesamt ungefähr 26,5 Millionen Kilogramm TNT benötigen würde, um die Welle komplett zu stoppen. Diese Produkte und viele mehr finden Sie in unserem Sortiment. Jetzt ist nur ein begrenztes Angebot verfügbar, also schnappen Sie sich einige Stangen Dynamiten für den Spottpreis Ihres Erstgeborenen. Und merken Sie sich, mit uns, Mission completed, Tsunami defeated. Bei Risiken und Nebenwirkungen wie Umweltschäden, weitere Tsunamis, Massenaussterben, Krebskrankheiten, Umweltkatastrophen und Atomkrieg hat für die Kabine GmbH nicht. Das Unternehmen übernimmt keine durch Verletzung, Wertung und Schadenskosten. Eltern haben